könnt ihr eigentlich auch schon kommen. Macht es langsam und sucht euch alle einen Platz, wo ihr euch hingeht. Ja? Macht es mal, wir machen das eben. Also neben die Betten, es legt sich keiner aus. Ach Mann, die sind so kuschelig da. Alle kommen mal. Ich will hier im Konflikt bleiben. Und schon ist die Matratze kaputt. Vor den Sommerferien waren wir zusammen. Wir haben uns getroffen und dann haben wir direkt uns in die Augen geschaut und haben uns direkt verliebt, Werner und ich. Auch die Sänger. War nur Spaß. Bleib danach noch einen Tipp stehen. Nicht, dass du sagst, will. Weißt du? Sondern bleib. Mit dem man alles machen kann, was man will. Das ist heavy, der Satz. Und dann gehst du. Das ist eine schlimme Aussage und deshalb lass ihn ein bisschen wirken. Mach nochmal den Text. Den ganzen? Ja. Weineberg versuchte, Basini vor Tölle schlecht zu machen. Er sagte, dass Basini ein ganz wertloser Mensch sei, mit dem man alles machen kann, was man will. Schüler, verschollen, bist förderlich mit Geld umgegangen. Du erzählst Lügengeschichten und erhoffst dir von uns einen Vorteil. Du hast einen verdorbenen Charakter. Nein, bitte nicht! Dort! Also die Grundidee war eigentlich, dass das Theaterstück ja auch in der Schule spielt und es innerhalb der Schule auch zu Schikaneverhalten kommt. Und die Idee war, dass sich aufgrund dieser Beschäftigung mit dem Thema auch eventuelle Vorgänge in der Klasse aufgegriffen werden. Habt ihr einen Turles in eurer Klasse? Nein, nein, der ist nur der Schauspieler. Ja, aber vielleicht habt ihr jemand anderen, über den ihr schon mal lästert in der Klasse. Ja. Also wir haben gerne den Axel. Und den Tobias. Und Damien. Und Damien, ja. Über die lästert ihr schon mal? Ja. Aber das ist noch harmlos? Ja. Ja, manchmal ärgern wir die auch. Ja. Ja. Hi! Hi! Wir haben gerade über den Turles gelästert. Ja, wie der heute aussah. Hast du die Hose gesehen? Ja, voll peinlich. Und die Mütze? Mädchenmütze? Ich habe genau dieselbe Mütze. Ey. Das ist eine Mädchenmütze. Ich kann dich jetzt gar nicht mehr anziehen erstmal. Ja, und vor allen Dingen am Bahnhof. Ja, mit der Mutter, ne? So ein Muttersöhnchen. Küsschen da, noch da. Wisst ihr, die ruft jede 5 Minuten an. Ich habe das mal beobachtet. Jede 5 Minuten. Also als Saskia und als Melissa würdet ihr auch so über den Turles lästern? Ich glaube schon. Ja. Ja? Ja. Warum? Weil es ist ja nicht so, dass wir nur über einen anderen lästern. Es wird ja überall wird gelästert. Ja. Auch über uns wird gelästert. Und wir reden einfach nur, wie der aussieht, wie wir die Klamotten finden. Sonst eigentlich nichts. Wir gucken so ein bisschen stalken, was der macht. Ja. Ja. Man hat festgestellt, dass es nicht über Äußerlichkeiten oder die Persönlichkeit des Opfers ist. Es sind einfach gruppendynamische Prozesse. Man geht davon aus, dass alle Kinder in der Klasse beteiligt sind. Dass es eben nicht nur den Täter und das Opfer gibt, sondern auch Schüler, die zugucken, die mitlachen, die aber eben nicht eingreifen. Weil durch dieses Akzeptieren der Mobbing-Phänomene wird das Verhalten verstärkt und eben dieser ganze Kreis nicht unterbrochen. Bleibt mir übrig. Ich will wieder ein anständiger Mensch werden und meine Ruhe haben. Wie konntest du stehlen? Ich habe Schulden.
Ich wollte mir das Geld nur heimlich ausleihen. Ich hoffte darauf, dass meine Mutter etwas schicken würde. Nicht so. Ich meine, wie konntest du es? Wie fühltest du dich? Ich fühlte die Sänger sehr toll und die machen einen guten Job. Ich finde, wenn nicht so viele Leute kommen, wär ich enttäuscht. Wenn viele Leute kommen, dann bin ich beeindruckt. Aber der Mathematiklehrer hatte keine Lust, mit seinem Schüler zu reden und gab ihm ein Buch, das Teles lesen sollte. Es war ein Buch von einem ganz berühmten Philosophen. Ich habe nur gesagt, versuch die vom Publikum zu zwingen, dass sie dir zuhören. Du kannst es mit eigenen Worten, wenn du dich mal versprichst, kein Ding. Sag, Leute, ich erzähle euch die Geschichte weiter. Die war ziemlich schwierig eben gerade. Die haben gelabert über irgendwelche Mathematik. Das habt ihr mit Sicherheit nicht verstanden. Was soll ich sagen? Das kannst du ruhig so sagen. Ihr beiden seid dazu da, dass wir dieses Publikum da immer wieder kriegen. Ja? Macht es ruhig nochmal, dann haben die auch die Möglichkeit, das hier richtig zu teilen. Turnus wollte wissen, warum es manche Dinge in der Mathematik gab, die er nicht verstand. Er ging zu seinem Mathematiklehrer, um ihn zu fragen. Der Mathematiklehrer hatte keine Lust, mit seinem Schüler zu reden und gab ihm ein Buch, das Turles lesen sollte. Oh, ich habe eine 4 in Englisch. Ja, das Mobbing-Opfer. Aber kannst du jetzt schnell spielen, dann kann ich schnell den Lehrer spielen, dann ist alles okay. Können wir schnell. Nö, möchte ich aber nicht. Ja, will einer okay. Von euch? Ja, gut, geht. Gut, damit ich. Oh, ich habe eine 4 in Englisch. Ja, genau so. Noch eine, so ein kleines Mann, Ding und dann schnell. Stopp! Ich bin hier zu aggressiv! Hör auf! Stopp! Das geht ja wohl gar nicht hier! Ich rufe jetzt deine Eltern an! Hallo, ich bin Lehrer hier! Ja, wir sind zu Ende! So, jetzt kommst du mit hier! Ich bin ein Schwein! Ich bin ein Schwein! Ich bin ein Schwein! Ich bin ein Schwein! Komm, Kleine, das kennst du doch schon, oder? Das kommt dir doch ganz leicht auf. Komm, gib es doch endlich zu! Das kommt doch. Ich bin ein Schwein! So ein Turles? Gibt es so einen auch in eurer Klasse? Ja, es gibt ein, zwei oder drei, die werden so ähnlich. Also keine Klaue, aber die werden gemobbt schon. Und meinst du, das Stück ändert was daran, dass ihr das Stück spielt? Ich bin mir nicht so sicher, aber ich denke, bei mir ändert sich da was. Also, was denn? Dass ich neue Wörter kennengelernt habe und dass ich auch weiß jetzt, wenn man Leute ärgert, dass sie sich dann nicht gut fühlen und so, da lerne ich dann drauf, dass ich die dann nicht mehr provoziere oder ärgere. Ja, ganz wichtig ist auch hier, dass die Schüler innerhalb des Theaterprojekts andere Rollen einnehmen können. Also, wenn sie vielleicht selber sich eher als jemand beschreiben würden, der andere gern auch mal ärgert, ist es eine ganz neue Erfahrung, wenn sie innerhalb der Szene vielleicht mal als Mobbingopfer auftreten. Also, das trägt sehr dazu bei, dass die Kinder empathischer reagieren, wenn sie so eine Situation mitbekommen. Probieren wir nochmal den Übergang, den wir nochmal auf den Weg gehen. Sag einfach das, was du jetzt denkst. Drei Wörter darfst du sagen. Und dann sag ich was. Ich habe nur 4 in Englisch geschrieben. Was verfolgst du mich? Halt die Schnauze, ich habe nur 1 und du hast eine 4 minus Kopf. Ach, lass mich in Ruhe. Ey, wir lassen mal in Ruhe. Auseinander. Ey. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Ihr kommt jetzt mit einen Aufsatz schreiben. 2 Seiten. Ja, 3. Du guckst den an, du musst mich angucken. Ja, wir werden sie richtig verbessern. Ist schon okay, weiter schreiben. Das hast du verdient. Ist alles in Ordnung? Ja, ist alles okay, super. Du musst mir helfen. Ich kann dir nicht helfen. Du bist selbst an allem schuld. Aber du warst doch noch vor kurzem... Schweig! ...so lieb zu mir.
mir. Wir das finden, da ist schon die Grenze. Vielleicht über das Aussehen, ja, man weiß es ja selber auch nicht, ob die gerade reich sind, ob die arm sind. Ja, halt so mit dem Fertigmachen, halt ist da so die Grenze. Ja. Ob diese Übertragung vom Theaterprojekt in den Schulalltag gut funktioniert hat. Das ist eben das, worauf unser ganzes Projekt ja abzielt, dass es übertragen wird und mit aus dem Theaterprojekt aus der Halle hier rausgenommen wird. Applaus.